Fertig. Das B-Finale, 400 Meter der Junioren. Aber ich finde, da gehen wir in die Vorlagen. Das sieht doch wunderschön synchron aus, was die Herren auf der Gegend gerade machen. Jetzt auf der Bahn 5, ein bisschen schneller als der Rest. Tobias Kiel unterwegs, der 400 Meter Hürdenläufer von der EG Würm Athletik. Der kommt als erster auf die Zielgerade. Tobias Kiel, vor Stefan Kuhl, die beiden Bayern. Und in dieser Reihenfolge, oh, da wird es nochmal knapp. Also ich verspreche es euch noch nicht. Tobias Kiel und Stefan Gorol, die beiden 47,55 Sekunden in offizielle Siegerzeit.